Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Amnesia. Armaschinen vor Picks. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play. Und zwar dachte ich mir, ich zwinge die Mone, meine Frau, ja, die links hier neben mir sitzt. Sag hallo, Mone. Hallo, Mone. Ich zwinge sie mal, ein Gruselspiel zu spielen. Und ist ja ganz neu rausgekommen. Und zwar Amnesia. Wie heißt es? A Machine for Pigs. Eine Super. Maschine für Schweine. Ja, und das machen wir jetzt. Besser gesagt, die Mone spielt und ich schaue zu. Ja, und warum soll ich spielen? Weil ich so ein Schisser bin. Und ihr schaut auch zu. Und der Harald spielt nicht, weil er noch ein viel größerer Schisser ist. Ja, komm, mach. Also, wir fangen jetzt an. Ja, wir haben keine Ahnung und ich sowieso nicht. Und wie, wo, was, kenne auch nichts von dem Spiel. Ich weiß nur, dass Neues es irgendwie Spiel gruselig starten. Ist. Ja. Die Musik langt mir schon. Ich habe keinen Sound. Ja, sei froh, ich finde es nämlich jetzt schon schlimm. Ein Herz. Ja. Ist das nicht romantisch? Total, Schatz. Komm, lass uns sofort knutschen. Du musst die Klappe halten, weil es kommt ja bestimmt jetzt ein Intro oder so, ne? Ja, also halt die Klappe. Ich trinke dann was. Diese Gruselsagen haben auch immer die gleiche Musik. Abgestürzt? Ich hoffe. Das wäre ein kurzes Let's Play. Die Musik ist noch da. Wahrscheinlich sieht die Gra... Daddy. Daddy. Please don't kill me. Sehr hübsch. Das war in Englisch übrigens, ne? Hör auf! Wenn du so Faxen machst. Harald weiß genau, wenn ich mich erschreck, schlage ich immer zu. Und das meine ich nicht mit Absicht. Warum geht's hier überhaupt? Wer bin ich? Oh, ich kann mich umgucken. Du musst sagen, wenn das Intro vorbei ist. Das Intro ist jetzt vorbei. Also herzlich willkommen bei Schweine im Weltall. Juhu! Und ich bin Rage Against the Machine. Ist doch nicht schlecht, ne? Bist du jetzt irgendein Sohnemann, der irgendwie überlebt hat oder was? Ich weiß nicht, es hieß Papa, Papa, don't kill me. Dann ist diese komische Maschine angegangen. Und Also ich muss dazu sagen, ich habe keinen Sound, deswegen kriege ich nichts mit. Und wenn es mal knackt zwischendurch, dann ist es das Babyphone. Das muss man auch mal kurz erwähnen. Ja. So, und jetzt Spiel. Ja, hallo, was kann ich hier machen? Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus zum Schließen der Tür. Drücken Sie die rechte Maustaste, um die Tür je nach Blickrichtung aufzureißen oder zuzuwerfen.
zu, auf, zu, auf, zu, auf, und mit rechts? Das verstehe ich nicht. So kann ich es aufmachen. Und die rechte Maustaste gedrückt, passiert gar nichts. Oder bin ich jetzt blöd? Ah ja, okay. Steuerung WSAD. WASD, meint sie? Die haben mich schon verstanden. So. Okay, da kann ich wohl nichts machen, wenn die Hand nicht eingeblendet ist. Es wurde ja immer wieder ein Gruselspiel mit Facecam gefordert und deswegen probieren wir das jetzt mal aus, ja. Ach, das ist ein Bett. Ich dachte, das ist ein Knast. Hä? Okay. Also irgendwie ist das mit der rechten Maustaste noch ein bisschen ein Quatsch. Naja, egal. Kann ich da was nehmen? Nein. Es ist so ein bisschen dunkel. Kann man ein bisschen heller stellen vielleicht? Ich habe die Gamma sehr hoch gedreht, damit ihr was zu sehen habt wenigstens, ne? Ja. Oh, ich kann den Stuhl... Oh, guck mal! Ich bin Rayman, keine Arme. Aber ich kann Sachen durch die Gegend schweben lassen. Ich muss das hier jetzt ein bisschen locker machen, weil sonst scheiße ich mir gleich in die Hose. So, Zettel. Muss ich das jetzt vorlesen? Ja. Echt? Ja. Soll es ich vorlesen? Ich hab einen schlimmen Dialekt, vielleicht. In meinen Träumen sehe ich einen Mann, der in Jaguarfell und Federn gekleidet wie ein blutiger Heiliger aussieht. Was von Herzen kam, schmierte uns ein. Es zermalmte das Böse unter seinem Tritt und es befreite uns alle. Die übelriechende Hitze des Dschungels, wie sie sich irgendwo hinter meiner Stirn spiegelt. Meine Schläfen pochen, mir kocht das Blut im Schädel. Fühlt sich so an, als ob dort etwas Lebendiges wäre. Eine Ratte, eine verdammte Ratte, die sich durch mein Gehirn ins Freie frisst. Selbst das Laudanum kann ihren unersättlichen Hunger nicht unterdrücken. Ich höre meine Kinder auf dem Dachboden spielen, aber das erfüllt mich mit Angst, nicht mit Liebe. Was sind das für verzweifelte Gedanken? Okay. Ja, wenn jetzt als nächstes die Bibel kommt, dann dauert's länger. Oh, ich hab Licht angemacht. Ich erinnere an dieser Stelle, wir haben nur 60 Minuten, also ich möchte erstmal 4 Folgen ab 15 Minuten machen und ja. Da muss die Mone mal ein bisschen Dampf dahinter bringen, ne? Ja, jetzt mal langsam. Jetzt stelle ich erst einmal den Stuhl wieder hin, wenn das geht. Nee, geht natürlich nicht. Kann ich den schmeißen? Ja. Aber nicht gegen den Schrank. Ich muss ja üben. Mit der rechten Maustaste wahrscheinlich. Nee, ich kann nichts. Ich hab die, ist die vielleicht nicht belegt? Ja, jetzt die rechte Maustaste. Ach, jetzt, okay. Du bist so schlau. Das ist unglaublich. Und dann kann ich, zack. Aber ich muss die aber trotzdem gedrückt lassen. Und dann geht ja? es mit der Tür nämlich auch. Dann mache ich das jetzt gleich nochmal. Auch wenn es todlangweilig ist. Nee, das nutzt nichts. Na wurscht, weiter. Ja, geh mal einfach. Soll ich rausgehen? Halt, dahinter mal gucken. Wie nennt sich das, was da steht? Eine Kommode? Ein Paravan? Genau, ein Padawan heißt das. Ja, und hässliche Klamotten hängen da auch rum. Ich will nicht rausgehen, darf ich bitte hier bleiben? Ja, da würde ich sagen, dann beenden wir das Let's Play an der Stelle. Es war nett, euch kennengelernt zu haben. Tschüss, gebt uns ein Like. Ja. Daddy, find us. Papa, komm uns holen. Dem Tagebuch wurde eine Notiz Y hinzugefügt. JCM. Y wäre, wenn du mit der Xbox Dingsbums, ne? Also, du musst wieder lesen. Ich wache auf, alleine, in einem stillen Haus. Die fehlenden Geräusche spielender Kinder sind wie ein dunkles und furchtbares Grab, das mich zum Abstieg in den Lehm ruft, wo es sicherlich nur noch Körper zu finden gibt. Ganz gleich, meine Kinder rufen und ich werde antworten. Ich werde sie finden. Ein Fiebertraum. Na prima. Mein Tagebuch, okay. Gefundene Dokumente, das ist das, was du vorhin komisch vorgelesen hast. Zum Glück muss ich nichts verstehen. Okay. J ist das Journal quasi, ne? Und M ist dann Schnellzugriff irgendwie. Ach so. Und J, was heißt die J? Ja, J. Doch. Und Y ist, wenn der wahrscheinlich, wenn ein Xbox Gamepad angeschlossen ist. Ach so. Haben wir aber nicht. Nein, haben wir nicht. Also ich bin in irgendeiner Hütte und ich bin Papa.
Ne? Bist du nicht der Sohn? Nein, der hat ja gerufen, Papa, Papa. Okay, Tür auf. Gehen wir doch mal ins Bad, oder? Mal gucken, ob es blutig ist. Jetzt ist mir so ein bisschen schwummerig. Dabei habe ich noch überhaupt nichts getrunken. Ach, ich habe Visionen. Okay. Also es ist auf jeden Fall schon mal schön atmosphärisch, würde ich sagen. Ne? Ist hübsch gemacht. Der Spiegel ist kaputt, oder was? Ja. Weil ich so hässlich bin. Gott, ich werde mich zu Tode erschrecken. Ich babbel immer, damit ich keine Schisse habe. Ich mache die Tür wieder zu. Bin ja gut erzogen, oder was? Nee. So ein bisschen Resident Evil, oder? Herrenhausmäßig. Findest du nett? Jetzt red doch nicht immer so. Geh doch mal ein bisschen Stück vor. Kann doch nichts passieren. Ja, das sagst du so. Ist doch nur ein Spiel. Papa, Papa, this way. Ja, Papa, Papa hier entlang. Und schon flackert's. Was ist denn da? Hab ich eine Waffe eigentlich? Wo ist meine Knarre? Wo ist meine Knarre? Es ist kein Ego-Shooter, so viel weiß ich. Toll, jetzt muss ich hier mit Papier werfen, oder was ist das? Was ist denn das? Ein Ball. Ein Wattebäuschen. Das ist ein Ball. Da war eine Tür. Da ist eine Tür gegangen, ne? Ach, du hörst ja nichts. Na toll. Das ist ein Baseball. Was ist denn das? Da ist ein totes Schwein. Kann ich das nehmen? Das ist nur eine Maske. Ach, damit kann ich ein bisschen... Ja. Also es ist ein Adventure, so viel weiß ich. Und deswegen ist es kein Ego-Shooter und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keine Waffe. Und es geht darum, die Gegend zu erkunden und sich zu gruseln. So, und da ja, ist toll, aber irgendwas, es muss ja einen Grund geben, warum ich mich gruseln soll. Das sind doch bestimmt Monster. Ah, schau mal, ein Tampon. Ja, okay, den lege ich jetzt einfach mal dahin. Hallo. Oh ja. Voll auf die Ömme. Hey. Dann gehe ich doch mal da hoch, oder? Habe ich irgendein Licht? Ey, hör mir auf, ey. Das war bei mir früher, als ich klein war, der Wullewutz auf dem Dachboden. Der böse Mann. Zum Glück sind Untertitel eingeblendet. Wieder. Weil da kriege ich ein bisschen was mit. Sonst sehe ich ja nichts. Da ist es total dunkel und so. Hallo, kann ich den Hammer bitte haben? Ich will den Hammer, ne? Dieses komische Ding da. Ach, da muss ich auch noch Rätsel lösen, oder was? Ist schon wieder eine Tür gegangen und so komische Musik. Jetzt ist sie weg. Hör auf! Was ist denn da? Kann ich runter? Ich möchte gerne in die Hocke gehen. Hallo, ich bin da rein. Oben, da steht's. Steuerung. Ah. Kann ich auch Sachen einstecken? Hallo. Mone, ich habe keine Ahnung. Das ist gruselig. Ich muss, glaube ich, jetzt gerade gleich wieder was lesen. Ja, dann kann ich mal was trinken. Papa sagt, dass es dieses Jahr kein Weihnachten gibt, weil er zu viel zu tun hat. Das Kindermädchen sagt, dass wir ihn nicht stören dürfen, weil er immer so beschäftigt ist. Wenn sie uns aufweckt, ist er schon zur Arbeit gegangen und oftmals kommt er erst zurück, wenn wir schon schlafen. Im Garten haben wir einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Wir haben ihn dem Kindermädchen gegeben, die ihn ein schmutziges Ding nannte und ihn mit dem Nudelholz erschlug. Später, als alle schliefen, schlichen wir uns nach unten, um den Leichnam zu begraben. Im Garten war ein Schwein, wir konnten es schnüffeln hören. Dann kam Papa und sagte, dass wir sofort reinkommen müssten. Er war außer sich vor Wut, aber wir glauben, dass er wieder geweint hat. Der Vögel, das Kindermädchen. Da bin ich ja 100%ig sicher. Ich glaub's auch. So, und was ist hier? Klamotten. Was ist das? Ach, das ist mein Bär. Ich würde gerne wissen, ob ich das mitnehmen kann und überhaupt wohin. Ich habe keine Ahnung. Quatsch mal ein bisschen, da muss ich die komische Musik nicht hören.
Ich würde es mal so sagen, ja. Wir sind am Ende der ersten Episode jetzt. Bereits so schnell ist es gegangen. Es ist nichts passiert. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Oder der Mone am besten. Ne? Und wenn nicht, dann lasst uns auch ein Like da. Oder der Mone. Und dann geht's weiter mit Teil 2 demnächst hier auf diesem Bildschirm. Bis gleich. Ciao.